Guten Tag, willkommen bei Team Rocket Radio. Heute mit dem DJ von den Team Rockets. Okay, Spaß beiseite. Es wird ernst. Team Rocket hat die Sales-Co, wollte ich sagen, den Radioturm in Ducate City übernommen. Und wir müssen sie jetzt natürlich aufhalten. Und ich würde sagen, wir schauen nach, was sich in Ducate City jetzt... Ja, was da los ist eigentlich. So, es ist Montag. Ich habe 2 Stunden früher Schule ausgehabt. Das ist schön. Da habe ich Zeit, ein paar Parts zu machen. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir schauen zunächst noch uns Ducate City an und schauen nur, ob was abgeht. Okay, hier ist ein Rocket. Pokémon, sie sind nicht mehr als Werkzeuge zum Geld scheffeln. Ja, also das stimmt. Das denkt zumindest Game Freak momentan. So, ja, hier ist kein Rocket, wie es scheint. Da sind sogar zwei. Hey, Grünschnabel, du hast hier nichts zu suchen. Natürlich, das ist eine Stadt, ich darf sein, wo ich will. Na, egal. Komm und werde Zeuge der Macht von Team Rocket. Klingt wie Darth Vader. Egal, weiter. Na, Moment. Ich glaube, ich tue mal ein bisschen Stimmung rein. Diese Musik ist mir zu fröhlich. So. Bald wird sich unser Traum erfüllen. So lange hat es schon gedauert. Aus dem Weg, verschwinde! La. Also, ihr seht, Team Rocket blockieren die Straßen von Ducate City. Fast wie ein paar Crips oder Bloods, whatever. Whatever. Egal. Den Radioturm einnehmen? Was? Das geht dir nichts an. Das ist also der Radioturm. Was willst du, du Nervensäge? Hau ab! Nö. Schauen wir mal nach, was ihr da drin alles verbrochen habt. Hallo, geht's dir gut? Guten Tag. Leider bieten wir heute keine Führungen an. Warum nicht? Ich geh mich beschweren. Wo ist euer Boss? Der ist im obersten Erdgeschoss. Okay, dann schauen wir mal nach, wo sich der Boss von ihm befindet. So, Sturm! Endlich haben wir den Radioturm besetzt. Nun wird jeder der Team Rocket Terrorapparat kennenlernen. Wir zeigen euch, wie böse wir sind. Hell yeah, Team Rocket is back! Er hat mich fast an eine Silsko in Rot, Blau und Gelb. Ein Radikal. Und die Level, die sind auch schon, ja, schon auf einem höheren Niveau. Zwar wäre so Ende von 20 besser, aber egal. Gut. Euli, du schaffst es, Rückzugkeep. Oh Gott, hoffentlich überlebst du das. Hyperzahn ist eine starke Attacke. Okay, du hast es überlebt. Gut, Euli. Ich bin stolz auf dich. So, jetzt, oh, Volltreffer. Sehr schön, Euli. Ich belobe dich jetzt, Und, wow, das ist radikal. Im Alleingang besiegt. Applaus. Und, oh, genau, kriegt ein paar Erfahrungspunkte. Okay, hier ist ein weiteres Radikal. Ich glaube, ich tue jetzt ein bisschen Abwechslung reinbringen und wechsle zu, wo ihn genau. So, wohin genau? Geht's dir gut? Wohin genau? Er setzt Rutenschlag ein. Das ist nicht gut, denn wir können unseren Konter nur einsetzen, wenn er uns trifft. Zum Beispiel mit einer Hyperzahnattacke. So, jetzt, das kriegst du zurück. Tja. Wohin genau lässt sich nicht gerne kratzen? Zu stark. Wir müssen dich im Auge behalten. Was, ich bin noch nicht zu stark, du bist einfach nur zu schwach. So, ich glaube, wohin genau hat jetzt genug Erfahrungspunkte bekommen. Ich würde sagen, wir geben jetzt Evoli den Erfahrungspunkte-Teiler. Ach ja, wisst ihr immer noch nicht, welches Pokémon Evoli werden wird. Das bleibt weiterhin ein Geheimnis, bis es passiert. So. Warum möchten sie den Radioturm besetzen? Ganz einfach, weil sie Team Rocket sind. Was erwartest du denn? Hallo Pummeluff, geht's dir gut? Pummel!
Ja, Pummeluff geht's gut. Okay. Hallo Buena, was geht? Ha! Das heutige Passwort? Hilfe natürlich! Ah, okay. Werde ich mir merken. Hilfe ist das Passwort. Merkt euch das, Leute, ne? Oh, eine weibliche Rocket wieder. Hahaha! Wie langweilig! Es war viel zu leicht, hier das Ruder zu übernehmen. Komm schon, heitere mich auf! Okay, gerne. La, 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 la. Ah, nur ein Pokémon, wie langweilig. Oh, ich glaube, das ist die aus dem Rocket-Versteck. Sie hat anscheinend ihre Tarn zu einem Arbok entwickelt, wie es auch Jessie in der TV-Serie getan hat. So, Arbok ist mir ein bisschen zu heftig für Evoli, daher wechsle ich jetzt zu einem Pokémon, das es mit Arbok aufnehmen kann. Ich würde sagen, wir bekämpfen Gift mit Gift. Alpollo, komm her. Puh, jetzt hatten wir Glück, dass wir gewechselt haben, weil ansonsten hätten wir jetzt ein paralysiertes Evoli. Na komm schon, schlaf eine Runde, Arbok. Nein! Scheiße, Unlichtattacke. Sehr effektiv gegen Geist. So, schlaf eine Runde, Arbok. Würde dir nicht schaden. War bestimmt hart, den Radioturm zu übernehmen. Du hast dir ein Nickerchen verdient, ne? So, und während er jetzt schläft, spucken wir ihn an. So dass er, wenn er aufwacht, total nass im Gesicht ist. Okay, Arbok lässt sich nicht gerne bespucken. Und tschüss, Arbok. Gibt wahrscheinlich sehr viele Erfahrungspunkte. Ja, für Evoli 400 Erfahrungspunkte, ganz schön gut eigentlich. Wer bist du? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Jessie, Fake, egal. Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Ausbeuter. Wir lieben es, Böses zu tun. Hast du Angst? Ja, ich habe Angst. Mein Körper zittert schon, nachdem du das gesagt hast. Ich habe solche Angst. Was? Du hast 5 Pokémon? Nein, jetzt habe ich echt Angst. Ah, scheiße. Na, bringen wir es hinter uns. Okay, das erste Ratzfratz Level 21. Oh Mann, oh Mann. Gut, dann nutze ich die Gelegenheit, um unser Evoli zu heilen. Aber wir haben nur einen Hyperheiler, Trank, I mean. Ach, was soll's, verwende ich ihn halt. Ist zwar eine Verschwendung, aber... So. Okay. Wow, jetzt haben wir die KP wieder verloren, die wir gerade geheilt haben. Ich bin begeistert. So, und jetzt Arukzuki zieht wahrscheinlich die Hälfte ab. Ja, natürlich, genau. So, jetzt macht dieses Ratfratz kalt, Evoli. Gibt bestimmt eine Menge Erfahrungspunkte. Ja, ganz wie ich es gesagt habe. So, was kommt jetzt? Oh, ein weiteres Ratfratz. Ich bin begeistert. Das ist das mächtigste Pokémon im ganzen Spiel. Hurra! Level 21. Ahem, ahem. Oh, ein Volltreffer. Ein One-Hit-Kill. Was war das denn, Ratfratz? Warum bist du so schwach? Oh, ein weiteres Ratfratz. Das wird ja immer krasser. Es hat Level 23. Oh mein Gott, es hat 2 Level mehr als die anderen vorhin. Oh nein, ich werde sterben. Hilfe! Er setzt Energiefokus ein. Scheiße, nicht gut. Und wir haben dieses Ratfratz geschlagen. So, lass mich raten. Noch ein Ratfratz, oder? Ja klar, wie soll es doch anders sein? Und welches Level hast du? Wahrscheinlich auch Level 23, oder? Ja, ganz genau, wie ich es vorhergesagt habe. Ich sollte Hellseher werden, genau. Vielleicht werde ich das später irgendwann mal. Dann starre ich so mit meiner Kristallkugel in die Zukunft. Genau, wie so eine Schwuchtel. Was? Egal. So, jetzt Level... Ah nein, immer noch kein Level-Up. Aber das habe ich vorhergesehen, dass es immer noch kein Level-Up wird. Ich habe eigentlich damit gemeint, es kriegt den Level-Up erst nach diesem nächsten Ratfratz mit Level 23. Oh, das war's jetzt für Ratfratz. Ah, noch nicht ganz. Aber das habe ich vorher gesehen. Ich habe schon ein bisschen weiter geblickt. Ich habe schon einen Zug übersprungen. Deswegen habe ich das vorhin gesagt. So, und dieser Zug ist vorbei. Und jetzt kriegt der Evoli ganz wie vorher gesagt Level 29. Genau. So, okay. Jetzt hören wir mal auf mit dem Sarkasmus. Du glaubst, du bist ein Held? Es war keine Heldentat, deine 5 Ratfratz kalt zu machen.
Die hätte ein schwächer Trainer genauso gut geschafft. Herr Rocket. So, gehen wir weiter. Hey, halte dich aus unseren Angelegenheiten heraus. Wieso, brauche ich eine Genehmigung, um mich da reinzumischen oder was? Steht es irgendwo geschrieben, dass ich eine Genehmigung brauche? Ich fürchte nicht. So. Ich habe gedacht, wo ich das Goldbad gesehen habe, ne? Ich glaube, das war im letzten Part. Wo ich dieses Goldbad gesehen habe, ne, das war im vorletzten Part. Wo ich dieses Goldbad gesehen habe, habe ich mir gedacht, yes! Yes! Und dann sehe ich wieder dieses Zubad. Und jetzt denke ich mir, was soll das? Warum ein Zubat? Mein Gott, Evoli macht alle kalt, seht ihr das? Ey, Team Rocket ist so schwach. Nicht zu fassen, dass ich mich denen mal angeschlossen habe. Im Pokémon Team Rocket Let's Play. Nur so als Schleichwerbung. Ja gut, ein Zubat war mir schon zu viel, aber ein zweites... Wenn es so weitergeht, vermisse ich schon die neuen Pokémon, ich meine die Entwicklungen. Dann sehne ich mich danach, dass die stärkere Pokémon einsetzen. Aber nur Zubat. Meine Güte, es war so leicht. Kindergarten, wenn man bedenkt, dass wir schon 7 Orden haben. Oh, ich gebe auf. So, der nächste Rocket. Vor 3 Jahren war das Team Rocket gezwungen, sich aufzulösen. Wir arbeiten hier gerade an einem Comeback. Oh, okay. Mit Radfratz an einem Comeback arbeiten? Seid ihr sicher? Na, da wäre ich als Giovanni nicht für ein Comeback gewesen. Ein Slimer. Ja, freut mich, dass ein bisschen Abwechslung jetzt da reinkommt. Gift-Pokémon. Ich würde sagen, ach, wir haben Evil, aber lange nicht mehr eingesetzt. Nehmen wir es einfach mal wieder. Ah, Evil, aber nimmt mal ein Schlammbad, ist gut zur Entspannung. So, jetzt macht den Zidane-Move. Bam, in your face. Ja, Slime hat viele KP, deswegen hat es nicht ganz so viel abgezogen. Könnte man als Tank verwenden, so ein Slimog zum Beispiel. Ich habe übrigens einen Slimog in meinem Schwarz 2 Spiel privat. Das kann die Attacken Toxin, Säurepanzer, Komprimator und Erholung. Damit kann man schon fieses Zeug anstellen. Mit Toxin vergiftet man zunächst seinen Gegner und dann setzt man Ding ein, Komprimator und Säurepanzer, sodass Slimog eine hohe Verteidigung hat und nicht mehr zu treffen ist. Und falls es doch ein paar Mal getroffen wurde, benutzt man einfach Erholung und Slimog hat wieder volle KP. Außerdem ist es noch mies, wenn man das Slimog das Item Giftmüll gibt, denn dadurch regeneriert es wie bei Überreste ein paar KP. So, aber das ist hier ein anderes Spiel. Wir sind ja hier in im Pokémon Kristall mit diesen schwachen Pokémon auf Level 23. Nein, hör auf mit dieser Komprimator-Taktik. Ich hab die gerade erzählt, ja, aber das heißt jetzt nicht, dass du das hier verwenden darfst. Tja, gut, dass der Biss blockiert hat, weil jetzt wollte ich mit Fliegen angreifen. Hätte er Fliegen blockiert, wäre ich mega angepisst. So, und jetzt triff! Haha! Auf die Schnauze, Slimer! Okay, und jetzt kommt sein letztes, das Pokémon, von was ich gerade geredet habe, Slimog. Ich probiere es mal mit Uringenau. Ich habe Angst, dass Slimog jetzt unser Uringenau vergiften sollte, aber egal. Dann ist Uringenau halt vergiftet, stört mich jetzt eigentlich auch nicht. So, er greift mich mit einer Spezialattacke bestimmt an, daher... Ja, zuvor verteidigt er sich noch ein bisschen. Na komm schon, greife ich mit Schlammbad oder so an. Nein, nicht mit Pfund. Pfund ist eine normale Attacke. Oder ein normaler Angriffstyp halt, ne? Hör auf, mich mit Pfund anzugreifen. Greife ich mit Schlammbad oder sowas an. Schlammbad. Nicht Pfund. Hör auf mit Pfund. Ich schwör's dir. Greif mich mit Schlammbad an. Okay, jetzt probier's mit Konter. Ich
der greift mich eh nur mit Pfund an. Da war es ja nicht schwer vorherzusehen, dass er nochmal Pfund einsetzt. So, doppelt auf die Schnauze. Aber wohin genau, kriegt es einmal auf die Schnauze und Slime Rock das Doppelte. Tja, Slimer, an deiner Stelle würde ich jetzt damit aufhören, meinen Wohingenau zu reizen, denn er. Ja, unser Wohingenau kann sehr böse werden. Hast du jetzt genug, Slimer? Bestimmt greifst du noch mit, natürlich. Tja. Was hast du davon, Slimer? Gut, den Rückweg hätten wir erledigt. Pah, keine Zeit für Sentimentalitäten. So, und ich würde sagen, ich heile jetzt das Wohingenau mit einem Hypertrank. Lohnt sich auch ganz schön, weil Wohingenau viele KP hat. Evoli könnten wir damit auch natürlich heilen, aber das würde sich nicht so rentieren. Außerdem haben wir vorhin eh einen Hypertrank verschwendet, um... Wie viel KP waren es? 30 zu heilen. So, hier ist ein bisschen mehr los. Mir wurden strikte Befehle erteilt. Ich soll jeden, der Team Rocket herausfordert, pulverisieren. Ah, schön, dass du deine Befehle so preisgibst. Vier Pokémon. Ich habe solche Angst. Was hast du denn? Ja, wieder so ein typisches Team Rocket-Pokémon. Smogon. Gut, mit Evoli zu kämpfen wäre ein bisschen risikoreich. Ich wechsle mal zu Gyarados. Weil Gyarados ja auch noch ein paar Level braucht. Es hat ja gerade mal Level 28. So, hier ein Schlammbad zur Begrüßung. Und jetzt surfen. Ist ja wie im Urlaub. Zunächst nimmt Gyarados ein Schlammbad und dann surft er. Naja gut, wir haben ja schon auch bald Ferien, ne? Also zumindest in Bayern. In Baden-Württemberg beginnen sie ja nächste Woche. Sonst haben alle Bundesländer Ferien. Und das Geile ist Hamburg. Die Hamburger, die tun mir leid. Wenn in Bayern die Ferien anfangen, enden die Ferien in Hamburg. So, Slime ist auch down. Hoffe ich zumindest. Na, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Da war ich mir ein bisschen zu sicher gerade. Aber jetzt ist es down. So, ich glaube, es gibt ein Level-Up, oder? Na, noch nicht ganz. Gut, jetzt kommt ein weiteres Zubat. Ich glaube, das müsste gleich ein doppeltes Level-Up geben, weil ich habe vorhin gesehen, dass Evoli auch kurz vom Level-Up stand. Und Evoli trägt den Erfahrungspunkte-Teiler. Oder EP-Teiler, auch kurz gesagt. So, One-Hit, glaube ich. Zubat hat nicht so eine hohe Verteidigung, was Spezialangriff geht, jawohl. Und Level 29 für Gyarados. Ah, kein doppeltes Level-Up. Ich schaue jetzt... Ratsch schon wieder. Ich glaube, ich schaue jetzt mal nach, wie viel Erfahrungspunkte Evoli noch braucht bis Level 30. Einfach mal so aus Neugier. Ja, habe ich ganz vermutet, jetzt kurz vom Level-Up. Also, Gyarados. Bringe Evoli den Level-Up. Und das ist jetzt der Level-Up für Evoli. Level 30 hat's jetzt. Und es erlernt die Attacke Biss. Nicht schlecht. Jetzt kann Evoli Geister-Pokémon angreifen. Gut, was will er denn? Ich würde sagen, Heule ist eine Useless-Attacke, meiner Meinung nach. Okay. Was? So, hier ist ein Forscher. Für Trainer sind Pokémon wie Lebenspartner. Es ist schrecklich, wie Team Rocket versucht, alle Pokémon zu kontrollieren. Okay, kein Forscher. Ich dachte, das wäre jetzt ein Forscher, der für Team Rocket kämpft. Hier ist ein weiterer Rocket. Es ist ein tolles Gefühl, Pokémon für Verbrechen einzusetzen. Ich glaube, du gehörst in die Klapse. Das ist ein tolles Gefühl von mir. Also gut, der hat zum Glück nur ein Pokémon und es ist Smogmog. Die Entwicklung. Nicht schlecht. Endlich mal eine Entwicklung. Ich bin begeistert. Gut, mit Evoli zu kämpfen, ja, ich weiß nicht, wäre ein bisschen risikoreich, habe ich glaube ich schon vorhin gesagt, wo wir gegen ein anderes Pokémon gekämpft haben, welches ich nicht mehr weiß.
So, machen wir mal einen Kampf der Giganten, sag ich mal. Smogmog gegen X-Bart, zwei starke Gift-Pokémon. Smogmog hatten wir übrigens als Team-Pokémon. In Team Rocket Display als Starter sogar. Auch wieder ein bisschen Schleichwerbung, ja, ich weiß. Gut, und Smogmog hat jetzt ziemlich was auf die Fresse bekommen. Aber Smogmog hat überlebt es natürlich, weil es Finale einsetzt. Puh, das war knapp. Nee, ich wollte sagen, weil Smogmog viele einen hohen Verteidigungswert hat und auch viele KP, deswegen hat es den Fliegenangriff gut überlebt. Machst du Witze? Nein, ich mache keine Witze. Ich habe gerade erklärt, warum Smogmog die Fliegenattacke überlebt hat. So. Okay, hier ist ein Forscher. Das war vorhin ja kein Forscher. Das ist hier ein originaler Forscher. Originaler? Egal. Ein Forscher, ne? Was macht ein fremdes Kind hier? Wer bist du? Ich bin Gold. Nice to meet you. Der hat drei Pokémon. Ingo Lenzen. Magnetilo, was? Tja, mein Igel aber freut sich, mal wieder gegen ein Stahl-Pokémon zu kämpfen. Also gut, Igelava, komm raus aus deinem Pokéball. Er zielt auf meinen Igelava. Soll mich das jetzt beeindrucken? Na gut, ich würde sagen, auch ganz gut eigentlich. Die Attacke Zielschuss, die kann man mit Blitzkanone kombinieren. Dadurch kann man dem Gegner immensen Schaden zufügen und ihn gleichzeitig paralysieren. Das lohnt sich meiner Meinung nach mehr als Donnerwelle und eine andere Attacke. So. Und Magnetilo ist down. Ich hätte eigentlich erwartet, dass Iglava es schafft, das Magnetilo zu one-hitten, aber ich glaube, so weit ist Iglava noch nicht. Mann, Iglava soll Flammenlaut erlernen, ey. Wahrscheinlich erst mit Level 30. Ich muss echt im Wiki nachschauen, wann Iglava Flammenrad lernt. Ja, fast ein One-Hit-Kill, aber das hatten wir ja vorhin bei dem anderen Magnetilo auch schon gehabt. Außer, dass unser Iglava vorher nicht verwirrt war. Komm schon, Iglava, du triffst dieses Magnetilo! Jawohl! Ich bin stolz auf dich. Und ich glaube, das nächste Pokémon, was jetzt kommt, ist ein Magneton. Nur noch ein Magnetilo. Aber Magneton hätte man hier auch einbringen können. Wäre eigentlich nicht so stark gewesen. Naja, egal, also... Wenn man kein Pokémon hat, das gegen den Stahltyp sehr effektiv ist, dann ja, wäre man schon ein bisschen aufgeschmissen, aber das soll es. Magneton kann man schon reinbringen. Bei den schwachen Basis-Pokémon, die hier auftauchen, nur Vorentwicklungen tauchen hier auf. Bis auf Smogmog vorhin und Slimog haben wir bis jetzt nur nicht entwickelte Pokémon gesehen. Ich habe dich nicht ernst genommen. Ein Mädchen, gehörst du auch zu Team Rocket? Der Anführer von Team Rocket hat sich selbst eingeschlossen. Aber der Intendant besitzt einen Schlüssel. Du findest ihn im vierten Stock. Bitte rette ihn. Natürlich wenden wir das. So, hier kommen wir nicht durch. Da brauchen wir einen Türöffner oder sowas. Das ist der Schlitz für den Türöffner. Ja, genau. Da wartet schon ein Rocket hier. Und der kontrolliert, ob jemand vorbeikommt. Ne, als quasi eine Art Wache. So, hier geht's nach oben. Pokémon-Musik mit DJ Ben. Ich höre momentan keine Pokémon-Musik. Gut, hier ist ein weiterer Forscher. Exzellent! Mit dem Radioturm können wir unser Vorhaben in die Tat umsetzen. Welches Vorhaben? Na komm, zeig mir dein Porygon, ich mach dich jetzt kalt. I want to see your Porygon. Wo ich das weiß? Tja, frag mich was Leichteres. Also gut, Porygon ist ein sehr starkes Pokémon, sag ich mal. Ich wechsle mal zu Wing, genau. Er greift mit Triplette bestimmt an. Ja, seht ihr, ich kann sogar die Attacken vorhersehen. Ich bin doch ein Hellseher. Ja. Okay, ich probiere es mit Spiegelcape. Umwandlung. Er möchte seinen Typ verändern, geht aber erst, wenn er Umwandlung 2 ist und vorher eingesetzt hat. Ach ja, bei Triplette besteht die Chance, dass unser Pokémon entweder paralysiert werden kann, sich verbrennt oder eingefroren werden kann.
Du musst Umwandlung 2 einsetzen, Junge. Ich hab's dir gerade erklärt. Umwandlung 2, dann 1. Warum funktioniert Spiegelcape nicht? Ist die Platte eine normale Attacke oder ein normaler Angriff? Hallo, erst Umwandlung 2, dann Umwandlung. Das versteht sogar ein Erstklässler. So, schauen wir mal nach, ob Konter gegen Triplette wirkt. Tatsache, Triplette ist ein normaler Angriff. Hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Ich hab's dir schon 5-mal erklärt. Umwandlung 2, dann Umwandlung. Gut, mich wundert es, dass Wing genau keine Statusveränderung bekommen hat bei dem häufigen Angriff von Triplette, den er gerade überstanden hat. Naja, gut. Rasso ist da. Jeder große Plan hat einen Haken. Gut, hier ist ein weiterer Team Rocket Schurke. Nein, er hat uns entdeckt, verdammt. Du hast vor, den Intendanten zu retten? Dies wird nicht möglich sein, da ich dich besiege, ey. Ach Mensch. Hier kriegt man aber auch gar nichts geschenkt von Team Rocket, was? Du kannst hier rausgehen. Ja, zeigt mein Spread dir an. Geh raus aus dem Haus. Geh raus aus dem Haus. Ich sag jetzt nichts. Hab ich schon gesagt, dass Zubat scheiße ist, ne? Ich glaube, bei diesen schwachen Pokémon, was soll ich da kommentieren? Ich meine, wir kämpfen jetzt schon seit, wie viel der Part ist das? 39 Parts gegen schwache Pokémon und haben uns erst Level 29 ergattert. Im Durchschnitt zumindest. Das kann ich angehen. Ich bin begeistert! Ein Golbat! Oh nein! Oh mein Gott, ich habe schon gedacht, es wäre ein geiles Golbat, aber es hat nur Level 24. Was soll ich da schon daran geil finden? Ich empfinde nur Trauer, wie man nur so schwache Pokémon besitzen kann. Level 24. So, ich wette, das nächste ist wieder ein Zubat. Slimer, möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, möchte ich. Was? Möchte ich das Pokémon wechseln? Ich habe gerade nicht nachgedacht, deswegen. Nein, natürlich möchte ich Gardos nicht austauschen. Was soll denn nur? Was habe ich denn da gerade geredet? Quacksalbe. Nein, unglaublich. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Pokémon Center zurück. Einfach mal so, weil ich mein Pokémon jetzt einmal heilen muss. Und dann schauen wir nach, wie es den Intendanten geht. Und dann bin ich auch schon im Part. Und im nächsten Part schauen wir, was wir dann machen können. Ja, übrigens muss ich noch beim Ding vorbeischauen, beim Chauffeur. Damit er unser Evoli ein bisschen schöner machen kann. Einfach mal so zum Spaß. Ist kein Anzeichen, dass ich unser Evoli mit einer Zuneigung entwickeln soll. Einfach nur so zum Spaß. So, wie gesagt, jetzt gehen wir dort. Wir rufen da jetzt schon. Amadeus, lass mich in Frieden. Nein, ich will nicht kämpfen. Lass mich in Frieden, du Stalker. Ey, ich rufe die Polizei. Wenn er mich doch einmal anruft, dann rufe ich die Polizei. Dann kommt er in den Knast. Und dann ist er gefangen. So, hier wollte ich rein. Und zwar hier, zu diesem Typen da. Also gut, kannst du dich mal um unser Evoli kümmern? Ja, Evoli ist glücklich. Es sieht nicht nur glücklich aus, es ist glücklich. Da kommen mir schon fast die Tränen. Evoli ist glücklich. Oh.
Also gut. Zurück in den Radiotor. Ach, wisst ihr was? Ich kündige an, dass ich Evoli entweder zu Nachthaare oder zu Psyana entwickeln wird. Welches ist es, sage ich jetzt noch nicht. Also, ich kündige an, Evoli entwickelt sich entweder zu Nachthaare oder zu Psyana in diesem Let's Play. So, mehr verrate ich aber nicht. Gut, da ist der Intendant. Los, retten wir ihn. Du bist gekommen, um mich zu retten? Ist es das, was du erwartet hast? Falsch, ich bin ein Betrüger. Ich gebe vor, der Hätte zu sein, um unsere Übernahme vorzubereiten. Möchtest du wissen, wo sich der echte Intendant befindet? Ich werde es dir verraten, wenn du mich besiegst. Gut, ich bin begeistert, denn dieser Intendant in Anführungsstrichen, aka Rocket-Vorstand, hat 5 Smogons und 1 Smogmog. Das Geile aber an dem ist, seine Smogons haben nicht so schwache Level wie die anderen Trainer. Das ist doch mal ein Fortschritt. Gut, da ich befürchte, dass er mit Finale angreift, setze ich Apollo ein. Okay, Rauchwolke ist schlecht. Ja, wenn Apollo nicht trifft, dann kann er dieses Smogon nicht besiegen. Ach egal, komm, Spukball. Hoffen wir, dass Smogon Finale einsetzt. Das würde unseren Job ein bisschen erleichtern. Na los, Apollo! Tja, ich glaube, dieser Kampf könnte sehr langweilig werden, denn dieser Trainer hat, wie gesagt, 5 gleiche Pokémon und ein heftiges. Hier ist Smogon Nummer 2 auf unserer Todesliste. Und Apollo trifft nicht. Jetzt hätte ich gerne einen X-Treffer, aber ich habe den vorher verkauft. Verdammt. Mal schauen, vielleicht haben wir ja noch einen übrig. X-Treffer. Wir haben X-Spezial. Hebt Spezialangriff. Naja, meinetwegen könnte vielleicht hilfreich sein. Also gut, jetzt müsste der Spukball mehr abziehen. Oha, war aber trotzdem recht wenig. Also gut, nochmal, wir haben ja noch genug Zeit, wir überziehen gerade zwar ein bisschen, aber egal, damit es halt heute ein längerer Part, weil heute Montag ist. Ich glaube, der Part dauert dann so 40 Minuten oder so. So, hier mal abwechslungsreich mit Nachtnebel angreifen. Kommt hier Smogon Nummer 3 auf unserer Liste der Pokémon, die wir noch ausschalten müssen, um Team Rockets endgültig zu besiegen. Blub, 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 blub. Oha, diese 3 Smogons haben unser Apollo die Hälfte seiner KP abgezogen. Übel. Wenn man bedenkt, dass die nur mit Schlammbart angreifen. Naja, aber unser Apollo wird sich ja nicht zu Gänge entwickeln in diesem Let's Play. Leider. Weil wir können sie nicht tauschen. Ich hoffe nur, dass Apollo bald Traumfresser erlernt. Nein, Kung Fu Strahl nicht. Traumfresser. Moment. Wäre vielleicht eine Überlegung wert. Ich schau mal nach. Welche Attacke zu vergessen werden. Ich hau mal Fluch raus. Fluch verwenden wir eigentlich kaum. Ich glaube, Kung Fu Strahl ist da besser. Und jetzt kommt sein Smogmog. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ganz einfach, weil es ein Smogmog ist und kein Smogon. Und weil es Level 32 hat. So, ich würde sagen, wir tun es erstmal ein bisschen schwächen. Konfustrahl zunächst. Ich verwende jetzt keine Hypnose, weil der Gegner mit Rauchwolke eingegriffen hat und Hypnose eh schon sehr ungenau ist. So,
So, deswegen greife ich weiter mit Spukball an. Ich wette, sie zieht nur ein Viertel ab. Ja, ungefähr so. Dieser Schlammbart müsste jetzt mehr abziehen als die anderen Smogons vorhin, denn es ist ein Smogmog. Gut, weiter angreifen. Okay, dieser Angriff ging daneben, wegen dem Bauchball vorhin. Ich glaube, Apollo schafft es nicht, das Smogmog zu killen. Ah, okay, der Spukball auch wieder nicht getroffen. Dafür Smogmog sich selber. Das könnte knapp werden. Also wenn Smogmog noch einmal trifft, haben wir verloren. Und das ist der Fall. Oh, vielleicht auch doch nicht. Komm, Apollo, den musst du noch treffen. Dann bin ich stolz auf dich. Oh, Apollo hat 4 Pokémon mit demselben Level gekillt. Übel. So, jetzt bleiben nur noch 2 Smogons übrig. Jetzt tausche ich mal unser Apollo aus. Apollo hat genug gekämpft. Und hole X-Part raus. Gut, jetzt kann sich Apollo ein bisschen bequem machen in seinem Pokéball. Oh, ich hätte jetzt erwartet, dass Smogon mit Finale angreift und sich unser X-Part dann in der Luft befindet und nicht getroffen wird. Aber Smogon greift nur mit Tackle an. So, hier, Flügelschlag. Haben wir eigentlich noch gar nicht so richtig eingesetzt, die Attacke. Und Game Over für dieses Smogon. Jetzt hat er nur noch ein Smogon übrig, der falsche Intendant. Und jetzt fliegt unser Export wieder weg. Bam, auf die Schnauze. Wow, ein Volltreffer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hat statt 1 KP 2 KP abgezogen. So, jetzt. Ach komm, warum triffst du jetzt nicht? Ey, das war der letzte Angriff. Den hättest du doch jetzt noch durchziehen können. Ach Mensch, okay, ja nochmal. Ich frag mich gerade, wie es richtig fliegen soll, das X-Bad. Ich meine, wir befinden uns in einem Gebäude. Wie willst du denn da richtig fliegen können? Na gut, wenn es Freiluft... Dach wäre dann schon, aber wir sind hier, wir haben ja hier jetzt ein Dach, ne? In diesem Gebäude, ach egal. Okay, ich sage dir, wo ist. Wir haben den echten Intendanten in das Lager Untergrundhaus verschleppt. Es ist am Ende des Untergrunds. Wer hätte es gedacht? Ich bezweifle aber, dass du so weit kommst. Ah, nett, dass du uns einen Keller gibst. Gut. Wir wissen jetzt, wo er ist. Er befindet sich dort, wo der Chauffeur ist. Wo wir vorhin waren. So, dann verlassen wir mal den Radioturm. Heilen schnell unsere Pokémon und stellen uns vor dem Lagerhaus, da wo es weitergeht. Und ja, dann geht's im nächsten Part weiter mit der Übernahme Team Rockets oder beziehungsweise mit dem Aufhalten Team Rockets. Ich liebe diese Musik. Okay, ich höre schon auf, sorry. So, hier geht's lang, wo wir weiter müssen. Ich bin da früher als Kind, immer wenn ich nicht weiter wusste, immer hier hingegangen, weil ich dachte, da geht's weiter. Aber ja, erst dann, wo Team Rocket hier angegriffen hat, die Ducati City, habe ich gemerkt, dass es hier weitergeht. So, ich stelle mich hier vor, damit wir im nächsten Part gleich unser Evoli ein bisschen mehr Zuneigung geben können, damit es sich entwickelt, zu Psyana oder zu Nachthara. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, wenn ihr gerade so lustig seid, welches Pokémon ihr glaubt, werden wir bekommen. Und ja, dann machen wir im nächsten Part weiter. Also, wie gesagt, bis morgen dann, ne? Dann geht's weiter. Also, macht's gut, ciao!